Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es jetzt ein bisschen kniffliger werden wird. Also schauen wir mal. Es hat ja schon in der letzten Folge damit begonnen, ein bisschen kniffliger zu werden. Wir müssen zwei Sachen machen. Einmal müssen wir den Hund dazu bringen. Das war hier, den Hund dazu bringen im verbotenen Wald, auf das Feuer zu pinkeln, damit wir das Phönixei rausholen können. Wie komme ich jetzt aus der Karte wieder raus? Gar nicht, ne? Ich wollte eigentlich nur kurz was zeigen. Gut, dann kommt halt wieder rein. Und ich gehe davon aus, wir müssen hier die Sache mit dem Schachbrett auch machen, weil wir ja hier unseren Gartenzweig immer noch drin haben. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir mit dem Maulwurffutter eigentlich machen sollen. Und ich weiß auch nicht, was das mit den Weckern hier sein soll. Also den Phönix haben wir schon mit dem Schrumpfkopf. Ja, erschrocken. Geweckt auch, aber erschrocken. Ich weiß nicht, Maßbandwecker, das ist ja die Lachesis normalerweise. Also von der Lachesis. Scherenwecker weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Oh, ich habe mein Blatt gar nicht mehr hier. Das wäre vielleicht gut gewesen, das nebenbei liegen zu lassen, weil da habe ich ja aufgeschrieben, wer welche Vorlieben hat. Ich weiß nicht, ob wir das noch mal brauchen hier im Spiel oder ob wir das gar nicht mehr brauchen. Ich habe es aber gefunden. Hier, meine Ordnung, alles durcheinander, aber ich werde alles finden. Und Webstuhlwecker. Ja gut, da weiß ich jetzt allerdings nicht, wer von denen. Ich weiß, in welcher Reihenfolge das ist. Genauso die Reihenfolge, die hier drin, oder? Nee, Moment, Scherenwecker ist der letzte. Ich weiß aber nicht, wer von denen jetzt die ältere ist. Das ist auf jeden Fall das jüngste. Das müsste dann theoretisch Atropos sein. Maßband müsste, also das ist auf jeden Fall von Lachesis. Das hat sie ja gesagt, dass sie das so ausmisst. Das weiß ich noch. Und die letzte, also die ältere, die macht das mit der Schere. Jetzt, wo ich das gerade so sage, Moment. Das ist vielleicht eine ganz, ganz dumme Idee. Moment. Erstmal, es muss ja enge Bewandtnis haben, dass die Tür zugeht. Und dann, wer von denen hatte jetzt die Katze? Ich hatte mir. Ah, nee, Moment, das ist Allergie auf Katze. Kloto hatte die Katze. Theoretischerweise müsste Kloto die letzte sein. Mal gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es eh nicht. Nein! Lachesis? Lachesis ward nicht mehr gesehen. Aber du bist. Nicht Kloto. Die Tochter des Todes, verwirrt ob der Antwort, die sie erhalten hatte, blickte auf Atropos, die Unabwendbare, Durchtrennerin der Fäden. Und alles, was sie zu entgegnen imstande war, war. Das weiß ich nicht, aber ich schreibe mal gerade kurz auf, wer die Schere hat, das Maßband und den Webstuhl, damit es dann, wenn wir das nochmal öfter benutzen müssen, auf jeden Fall einfacher wird in Zukunft. So, das ist gruselig, genau. Ananassirup, wie Ananassirup. Also ich verstehe es schon, aber es ist trotzdem irgendwie gruselig. Das ist gruselig. Das verstehe ich nicht. Ananassirup. Ananassirup. Hör Hör auf auf damit. damit. Okay, noch einmal für ganz langsame. Du bist nicht Lachi? Erst dann verstand Prim, dass die Person vor ihr in der Tat nicht Lachesis war, sondern deren Schwester Atropos, die Göttin der Zukunft. Ich bin maximal verwirrt. Nee, ins Labor, das ist Schwachsinn, da können wir ja rein. Was machst du mit den Lebensfäden, nachdem du sie zerschnitten hast? Atropos hätte Prim liebend gerne erzählt, dass sie die Fäden ehrfurchtsvoll in einem eigens dafür angefertigten, goldenen Gefäß aufbewahrte, wo sie für alle Ewigkeit konserviert wurden. Aber? Wollte ich gerade sagen. Aber die Wahrheit war, sie warf sie in den Garten, damit die Katze damit spielen konnte.
Okay, hätte ich jetzt auch selber drauf kommen können, von wegen Katze und. Aber Katze, Moment, ihr gehört doch die Katze gar nicht. Oder? Die sitzt jetzt nicht bei ihr auf. Ich kann es jetzt nicht sehen, aber die sitzt nicht bei ihr auf dem. Das war doch die so ein bisschen arrogant sitzt immer. Nicht bei ihr auf dem Stuhl. Warum redest du so? Warum redest du so seltsam? Ein wenig verletzt ob des Wortes seltsam, erklärte Atropos, dass sie, als Göttin der Zukunft, die Zeit nicht wie Sterbliche wahrnahm. Alles, was passierte, egal wann, fühlte sich für sie an wie eine entfernte Erinnerung, weshalb sie entschieden hatte, sich ausschließlich durch die Verwendung der Vergangenheitsform zu verständigen. Prim war jetzt noch verwirrter als vorher. Nee, es ist nicht dasselbe, wenn ich es mache. Nee, wirklich nicht. Wenn du die Zukunft kennst, kannst du mir nicht sagen, wie meine Geschichte enden wird? Atropos sagte Prim höflich, dass in jeder Zeitlinie, in der sie ihr das verriet, die Welt am Ende in Flammen aufging. Oh. Du bist die, die die Menschen umbringt, oder? Den verurteilenden Unterton in Prims Frage ignorierend, hob Atropos mit ruhiger Stimme hervor, dass alles, was sie tat, das Durchtrennen von Fäden war. So hatte sie mehr gemeinsam mit einem Schneider, denn mit einem axtschwingenden Geisteskranken. Red dir das ruhig ein, wenn dich das nachts schlafen lässt. Ich wollte gerade sagen, also. Sie hat nicht ganz Unrecht, sie schneidet nur Fäden durch, aber sie weiß ja, was sie damit bewirkt, deswegen. Hat es überhaupt einen Sinn, mich von dir zu verabschieden, wenn du doch sowieso schon weißt, dass ich gehe? Atropos hatte bislang sämtliche Fragen bezüglich Zeitparadoxa vermieden und war fest entschlossen, es auch weiterhin so zu halten. Verstehe. Okay, das heißt, sie war Atropos. Wir brauchen Klota, das heißt, wir müssen den Webstuhl nehmen. Lass mich raten. Atropos war vor mir hier, richtig? Sie blinzelt niemals. Ist dir das aufgefallen? Es ist, als fände sie es lustig, uns mit einer Staubschicht auf der Netzhaut aufwachen zu lassen. Warte, mit wem rede ich gerade? Wenn du dieses Gestammel Reden nennst, dann redest du mit Kloto, der illustren Spinnerin des Schicksals. Ich bin verwirrt. Und ich bin es satt, immer die schlauste Person im Raum zu sein. Das erinnert mich übrigens daran, fällt mir gerade ein. Ich habe, der Epi, ich muss von vorne anfangen, der Epi hat sich das Ganze mal rausgesucht, wollte mal so ein bisschen gucken, ob das Spiel auch was für ihn ist. Hat natürlich nicht bei mir geguckt, warum auch immer. Und hat ein englisches Video dazu gefunden. Und da habe ich mal die Stimmen von Prim gehört und wie sie das erste Mal auch hier reingegangen ist bei den Schicksalsgöttinnen. Also nicht hier im Haus, sondern wo die am Reden waren, da wo die diesen Dialog gehalten haben, wo dann die drei Köpfe quasi, ja eigentlich waren es Oberkörper, da waren. Und ich habe die Stimmen gehört. Ich bin ganz ehrlich, ich war so erschrocken, was für eine grausige Stimme Prim hat im englischen Original. Lachesis ging noch, die zwei anderen Schicksalsgöttinnen, die waren auch nicht so toll. Also da muss ich echt nochmal an dieser Stelle ein mega Kompliment an die deutsche Synchro machen. Die ist um Weiten besser als die englische. Wirklich, 10 Daumen hoch, wenn das gehen würde. Labor haben wir schon da. Hübsche Katze. Der Name des Katers ist Lucifer. Kann ich ihn streicheln? Natürlich, wenn du gerne nass wirst. Leider muss ich jetzt los. Hades sei Dank. Wenn du gerne nass wirst. Hey, Kätzchen, Kätzchen. Ach ja, wir haben ja den Flakon. Ich
hoffe, ich weiß, was ich hier tue. Odeur de Chat. Ihr wisst aber schon, dass der Kater nicht mehr am Pinkeln war, als sie das geholt hat. Und sie hat hier einen neuen Lebensfaden. Okay. So, Moment. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich jetzt beispielsweise Lachesis zurückhole, dann rennt die Katze wieder hier hinten rein. Die rennt nicht erst raus, ne? Also wir haben jetzt die Tür. Ich glaube, das mit der Tür, das war nur ein Fake. Die rennt eigentlich gar nicht raus, oder? Die kommt immer noch von hier aus, setzt sich hier auf den Schoß und rennt wieder da rein, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich jetzt versuchen würde... Ja, die Tür selber war ja zu. Verschlossen. Könnte ich jetzt die Spinne da durchschicken? Ich meine, die hatte sich angestellt, weil die Katze da drin war, oder? Ich brauche deine Hilfe, kleines Auge. Du musst da raus und Tristans Lebensfaden für mich finden. Oder das hat damit zu tun, dass wir vorher noch nicht wussten, dass der Lebensfaden da drin ist. Dass sie gesagt hatte, das ist alles, dass sie keinen Grund hat dafür, da reinzugehen. Das kann auch sein. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß, dass die sich angestellt hatte. Wollknäuel. Willkommen, Spinner. Alter! Zu einer weiteren Runde von Zwerg ärgere dich nicht. Kleines Spinnenauge, fliehe mit dem Wollknäuel durch die Tür, bevor der Kater dich schlappt. Um dies zu schaffen, wirst du derzeit unterstützt von einem Zwerg. Wenn du dran bist, Spinnenauge, musst du ein Feld weiterziehen. Dann ist der Kater dran. Spinnenauge, du beginnst. Heißt das, ich kann mit beiden ein Feld weiterziehen? Ich glaube, das hatte der uns in der letzten Folge erklärt, oder? Und die Katze steht jetzt davor. Ah ja, okay, ich kann mit beiden ein Feld, okay. Und die kann, ja, ja. Daran erinnere ich mich, das fand ich noch so unfair, dass der Gegner dann immer zweimal ziehen kann. Das Problem wird sein, dass das jetzt eine ganz ungünstige Position ist, ne? Aber ich kann ihn damit theoretisch unten in die Ecke locken. Aber dann wieder nicht. Nee, ich will nicht aufgeben. Ich will mit dem gar nicht gehen. Das geht nicht, oder was? Ja, toll. Dann hätte ich es anders machen müssen. Ah. Ja, so komme ich da nicht mehr raus. Egal, wo ich hingehe, so komme ich da definitiv nicht mehr raus. Den kann ich auch nicht machen, ne? Ja, pff. Ist ja egal, wo ich hingehe. Ist ja alles für einen Eimer jetzt. Achso, dann startet er automatisch neu. Okay. Du beginnst. Mit dem Spinnenauge? Nee. Achso, ich kann mit ihm auch starten. Ich dachte, ich muss mit der Spinne starten. Hallo? Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Bin ich ganz ehrlich. Ach nein. Ach, das geht gar nicht. Och, das ist so ätzend.
Ah, ich habe einen kleinen Denkfehler gehabt. Ich dachte, dann könnte ich abhauen, aber da kann ja auch nur eins gehen, da kann nicht zwei gehen. Ah. Ach, äfft euch doch. Der ist so clever und hat das gemacht, ja. Es bringt mir jetzt alles nichts, weil ich jetzt halt nicht mehr schräg zur Seite kann. Ich würde nur ehrlich gesagt gerne den Faden erstmal kriegen. Wenn ich da hingehe, geht der nach da. Obwohl, der geht sowieso wahrscheinlich nach da, weil der Zwerg da nicht mehr da steht. Jetzt habe ich mir da zu nah rangelassen, ne? Dann kann ich wieder nur nach unten hin. Naja. Ach, das ist doch Mist, Mann. Ich weiß nicht, wie ich... Also, ich glaube, dass das Schlimmste ist... Am Anfang dieser Anfang, dass ich den immer falsch mache. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mache ja eigentlich immer das Gleiche. Also, naja, zwei verschiedene Varianten. Ich werde es jetzt noch ein paar Mal spielen, glaube ich. Damit das für euch nicht zu langweilig ist, werde ich dann ab hier erstmal, ja, es sei denn natürlich, dass ich in der nächsten Runde so weit durchkomme, werde ich dann einen Cut machen und werde euch dann die finale Version zeigen, sollte ich das tatsächlich schaffen, dass ich da heute nochmal durchkomme. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich sag einfach mal, bis gleich. Wie mit dem... Ich wieder drauf da, ne?
Yes. Das rote Spinnenauge gewinnt. Alter. Du hast es geschafft. Oh, du bist großartig. Genau wie Karis gesagt hat, sticht ein Faden deutlich heraus. Das muss er sein. Tristans gerissener Lebensfaden. Ich ziehe ihn raus. Hier ist er, Tristan. So soll dein Leben nicht enden. Das ist alles meine Schuld. Aber ich kann es wieder gut machen. Und was mache ich jetzt mit dem Wollknäuel? Hier, mein Spinnlein. Du kannst es behalten. Oh mein Gott, und ich musste noch nicht mal einen Cut machen. Okay, können wir, das wäre jetzt natürlich klasse, wen habe ich jetzt genommen? Den Webstuhl. Können wir das noch einmal machen, damit ich mich da nochmal umsehen kann? Oh, du bist es wieder. Welchen Unfug hast du diesmal vor? Auch keinen, keinen. Ich gehe mal nach hier, ne? Okay, sie geht auf jeden Fall nochmal rein. Das ist gut. Ich wollte schon sagen, wenn die nämlich jetzt gesperrt ist, das wäre blöd. Also, hier sind ja noch andere Sachen gewesen. Anfällig sauberer Spaten. Dreckiger Spaten. Okay, die kann man nicht rausnehmen. Naja, lesen kann die ja nicht so gut, ne? Blume. Okay, was ist... Hier kann ich anscheinend gar nichts machen, oder? Da war das Wollknäuel. Achso, wenn man da nochmal gegen antreten möchte. Mehr ist hier nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte hier noch andere Sachen eventuell... Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Ob uns die Blume jetzt überhaupt irgendwas bringt, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, die mal dabei zu haben. Was hast du da? Eine Kartoffel? Danke. Und eine tote Pflanze. Allerliebst. Moment. Eine Pflanze. Die Kartoffel verstehe ich noch nicht so ganz, aber die Pflanze verstehe ich, glaube ich. Dann gehen wir mal hier raus. In den verbotenen Wald. Cerberus, mein Lieber. Willst du einen Witz hören? Warum kann Hank keine Witze machen? Naja, es heißt Stand-up-Comedy, oder? Ich finde deine Halskette immer noch toll. Genau wie mein Cerberus hier. Er könnte die ganze Nacht lang Granatapfelkerne verputzen. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass ich ihr... Oder muss ich ihr die so geben? Ich weiß genau, was du mit der Katze gemacht hast. Ich habe immer noch keine Ahnung, wovon du redest, junge Dame. Tschüss, Persephone. Mach einen Deal mit ihr. Persephone, kannst du diese tote Pflanze wieder lebendig machen? Was für eine Frage. Na klar, gib mal her den armen Tropf. Oh, er sagt, er wurde sehr schlecht behandelt. Kann ich mir vorstellen. Der Pflanzerich stammt aus einem ziemlich vernachlässigten Garten. Muss bei den Schicksalsgöttinnen gewesen sein, richtig? Nur eine von ihnen kann sich für Gartenarbeit begeistern. Ich kann mir nur nie merken, welche. Wie auch immer. Lass mich dem kleinen Kerlchen wieder Leben einhauchen. Es scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Scheint, als wäre er schon zu lange tot. Tut mir leid, Prim. Da kann ich leider nichts tun. Ich schätze, du wirst wohl tot bleiben müssen, mein Blumenfreund. Hä? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe die Blume gerettet. Lebt wieder. Sehr beeindruckend. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du steckst voller Überraschungen, Tochter des Todes. Aha, das heißt dann im Umkehrschluss...
vermute ich jetzt mal, dass sie die Macht über den Tod und das Leben hat. Vielleicht, weil sie nur halb vom Tod gezeugt wurde und halb von einem Menschen. Ist jetzt nur so meine Vermutung, liegt aber sehr nah. Und damit würde das dann auch bedeuten, dass sie ihren Freund dann auch wieder lebendig machen kann. Es ist das Kraut aus dem Garten der Mäuren. Jetzt lebt es wieder. Aber ich habe keine Ahnung, wie es wirkt. Wenn wir jetzt aber ihre Kette nicht kriegen. Können wir den irgendwie anlocken? Nein. Normalerweise sprühe ich nicht irgendwelche Dinge mit Katzenpipi an. Nein. Normalerweise sprühe ich... Nein. Normalerweise... Wir müssen ihn also immer noch rüberlocken. Das wird nicht einfach werden. Es ist Tristans Lebensfaden. Eines der drei Dinge, die Karis und ich brauchen, um ihn zurück ins Leben zu holen. Man sieht deutlich, dass er gerissen ist und nicht durchgeschnitten wurde. Und alles nur wegen mir. Okay. Eine Art Knollenpflanze. Vielleicht tote Beete? Ja, eine nee, Art ist klar. Ja, dann lass es doch los, Mann. Nein, du alte Knolle. Nein, du alte Knolle. Nein, du alte Knolle. Nein, du alte Knolle. Hätte ja sein können. So, können wir das im Mund nochmal probieren? Nein, normalerweise... Ja, ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Ja. Wo krieg ich jetzt einen Granatapfel her? Ich meine, das ist eine Kartoffel. Steht ja auch dran. Die kann uns nicht helfen, einen Granatapfel zu bekommen. Seltsames Kraut. Da könnten wir vielleicht nochmal in dem Buch nachgucken. Weil ich meine... Achso, das war doch hier oben. Ich meine, dass ich in dem Buch auch was gesehen habe, was wie diese Pflanze aussah. Nee, halt, stopp. Wir haben doch das Pflanzenbuch dabei, ne? Nee, das war im Zimmer. Im Zimmer, genau. Weil das hier war ja das Buch der Toten, genau. Bringt mir aber beides, glaube ich, auch nichts. Oh, sie sind mal ruhig, wenn man reinkommt. Da. Ich frage mich, ob mir dieser Wälzer nochmal helfen kann. Ja, das frage ich mich auch. Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie das Ding hier aussah. Hermes Harmonie. Beflügelt vom Geist des schnellfüßigen Götterboten, ist dieses Kraut ein himmlischer Helfer für die Blase und bringt göttliche Linderung, wenn es mal nicht so läuft. Ah, okay. Verstehe. Damit können wir anregen, dass der Hund mal wieder muss. Können wir da eigentlich irgendwas machen? Bringe Palais zum Viren. Okay. Ja, gut. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber anscheinend habe ich dann alles damit gemacht, was ich wollte. Ich kann das aber nicht da reinmachen, oder? Was für eine seltsame Idee. Ja, aber... Nein, du alte Knolle. Ich krieg ja nirgendwo Granatäpfel her, ne? Also einer würde ja wahrscheinlich schon reichen. Können wir kurz über meine Mission sprechen, Karis? Okay, aber mach es kurz und sei bloß nicht so laut. Wegen Tristans Seele. Ich bin mir sicher, dass er keine Münze hatte, um den Fährmann zu bezahlen. Darum treibt seine Seele bestimmt im Fluss Styx umher. Du solltest an den Hafen gehen und versuchen, Charon davon zu überzeugen, mit dir auf dem Fluss zu fahren. Wegen der Phönixfeder. Um ehrlich zu sein, habe ich den alten Vogel angezündet und jetzt muss ich das Ei aus dem Feuer retten. Oh, meinst du nicht, dass das ein wenig radikal war?
Lass mich nachdenken. Das Problem ist, dass Wasser ein Phönixfeuer nicht löscht. Vielleicht findest du ja eine stärkere Flüssigkeit. Ja, das wissen wir alles. Wir wissen alles, was wir da machen müssen. Das Problem ist nur... Ich brauche den Granatapfel. Ich dachte, vielleicht gibt sie uns jetzt einen Granatapfel. Ich glaube, ich bin soweit. Danke. Viel Glück, Sargnägelchen. Nein, danke. Wie läuft deine Erkundungstour unseres Reiches bislang, Tochter? Bitte nenn mich nicht so. Das klingt wirklich komisch. Nun gut. Prim, wie kommst du voran? Ich habe zwar noch nicht so viel gesehen, aber bisher ist es eigentlich ganz okay, denke ich. Dann hoffe ich mal, du findest den Rest ebenso okay. Hat er gerade versucht, einen Witz zu machen? Kannst du mir etwas über deine Arbeit erzählen? Frag nur, Kind. Oh. Ich dachte, ich könnte in der Zeit bei ihm was trinken. Wie findest du die Zeit, die Seelen aller sterbenden Menschen zu ernten? Das tue ich nicht. Hä? Ich begleite lediglich einige wenige Sterbende persönlich. Beispielsweise die besonders Wichtigen oder die besonders Ängstlichen. Oh, okay. Tut es weh? Sterben, meine ich. Sterben ist genau wie Leben. Manchmal tut es weh und manchmal nicht. Wer entscheidet, welche Seelen nach Elysium kommen? Es kommt ausschließlich darauf an, ob die Verstorbenen mit einer Münze unter ihrer Zunge begraben werden, um damit den Fährmann zu bezahlen. Eine Münze unter ihrer Zunge? Das klingt ziemlich eklig. Es ist und war seit jeher unser Brauch. Deine Mutter hatte eine solche Münze, als sie hier ankam. Wusstest du das? Nein. Und was ist, wenn man den Fährmann nicht bezahlen kann? Dann endet man als verlorene Seele im Fluss Styx, wie die meisten dieser Tage. Die Menschen denken nicht mehr viel über uns Götter nach. Also ich kenne nur den Brauch, dass man halt zwei Münzen auf die Augen legt, aber danach habe ich auch mal was gehört, dass das wohl mal anders gewesen ist. Können wir das Thema wechseln? Sicher. Mir gefällt wirklich nicht, wie du Karis behandelst. Immer wieder bietet sie dir ihre Hilfe an, aber dir fällt nichts Besseres ein, als sie jedes Mal von dir wegzustoßen. Was? Bist du jetzt unsere Familientherapeutin? Lenk nicht vom Thema ab. Du weißt, dass ich recht habe. Ich weiß schon, dass sie es gut meint, aber der Umgang mit deiner Tante ist schwierig. Du weißt, dass sie diese Einschränkung hat? Ja, aber merkst du nicht, wie hart sie an ihrem Erinnerungsvermögen arbeitet, nur um deinen komplett unrealistischen Erwartungen zu genügen? In meinem Beruf können die Erwartungen gar nicht zu hoch sein. Jeder kleinste Fehler kann zur Katastrophe führen. Es ist, als würde ich mit einer Wand reden. Ich muss jetzt los. Wenn du mich suchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die immer noch nicht gucken will. Ich glaube nicht, dass Karis ein Geheimnis hat, das es sich lohnen würde zu enthüllen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass man durch die Spinne herausfinden kann, was eigentlich mit ihr los ist. Mit dem Brunnen will sie ja auch nichts machen. Mal schauen, ob sie irgendwas mit, keine Ahnung, der Kartoffel und dem Huhn machen kann oder was weiß ich was. Vielleicht können wir mit der Kartoffel auch den Fährmann bestechen. Ich habe absolut keine Ahnung. Nein, du alte Knolle. Ja, das sagst du überall, ich weiß. Na. Es sind halt unterschiedliche Ansatzpunkte, ne? Ich probiere jetzt erstmal... Ich habe einen Witz, Persephone. Der wird dir gefallen. Wie nennt man einen Wolf mit Stockholm-Syndrom? Einen Hund! Okay. Das würde ihn sicher dazu bringen, sich zu erleichtern. Aber er will das Kraut nicht essen. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe.
Die Frage ist, jetzt wo ich das geklickt habe, kann ich jetzt noch was Neues machen oder... Ich werde noch einmal kurz mit ihr sprechen. Aber ich denke nicht, dass sie mir die Halskette gibt. Ich finde deine Halskette immer noch toll. Genau wie mein Cerberus hier. Er könnte die ganze Nacht lang Granatapfelkerne verputzen. Ja. Tschüss, Persephone. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, weil wir haben jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was man noch machen kann. Also mit dem Fährmann könnte man noch mal gucken, ob wir mit dem irgendwie einen Handel abschließen können oder sowas. Ich bin da eher nicht so positiv eingestellt, aber probieren können wir es trotzdem mal. Und wie gesagt, wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir das Kraut an den Hund quasi bringen. Ich will ja immer noch einen Apfel haben, aber woher den Apfel nehmen, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir wissen zumindest schon mal, was das Ziel ist. Dann werden wir sicher auch herausfinden, wie wir zum Ziel kommen. Erstmal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und den Rest, wie gesagt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!